Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen wieder zu einem erneuten Video von GTA 5 GTA 5 Singleplayer. Er spielt auf der Map Los Santos und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit meinem heutigen Thema. Diskutiere mit Teil 2 meiner neuen Serie. Genau. Ihr dürft natürlich wieder aktiv mit diskutieren und heute geht es um das Thema Taschengeld. Und nein, es geht nicht nur um das Thema Taschengeld, sondern es geht auch um das Thema, wie viel Geld hast du überhaupt zur Verfügung? Hast du Einnahmequellen? So, jetzt habe ich natürlich viele jüngere Zuschauer. Jetzt habe ich einfach mal so eine Frage an euch. Wie viel Kohle bekommst du Taschengeld im Monat? Das würde mich einfach mal so interessieren. Ich habe damals so 15, 20, 30 Euro bekommen Taschengeld. Dann habe ich damals eine Ausbildung begonnen mit 200 Euro netto. Dann hatte ich im zweiten Lehrjahr so 250 Euro netto und dann im dritten Lehrjahr so 350 bis 400 Euro netto. Musste natürlich noch meine wunderbare Bude hier hinten bezahlen, mein Personalzimmer, Essensgeld und so ein ganzes Zeug halt. Ihr wisst halt Bescheid, hatte halt da nicht viel Geld zur Verfügung. So, jetzt gibt es natürlich auch viele Auszubildende bei meinen Abonnenten. Jetzt habe ich auch mal eine Frage, wie viel Kohle hast du überhaupt noch übrig? Reicht dir die Kohle? Weil du willst ja auch bestimmt Party machen, du willst ja auch bestimmt mal, keine Ahnung, zu McDonald's gehen. Das kostet alles Geld. Reicht dir die Kohle? Hast du überhaupt noch Einnahmequellen, indem du zum Beispiel Zeitungen austrägst? Oder was machst du? Was machst du? Und für die Leute, die schon einen Job haben, hast du überhaupt genug Kohle? Hast du eine eigene Wohnung? Weil, hey, ich habe jetzt zurzeit auch, ich habe eigentlich kaum Geld mehr. Ich habe einen Kredit gemacht, einen Kreditvertrag in Höhe von 107.000 Euro, weil ich einfach in der Zukunft, wenn ich mal alt bin, meine eigene Wohnung haben will. Deshalb habe ich diesen Vertrag auch gemacht. Ich empfehle auch jedem, sich eine eigene Wohnung zu leisten, weil dann habt ihr irgendwann mal den besten Inflationsschutz. Aber egal. So. Das gute Geld, es dreht sich so viel um Geld, das ist furchtbar. Das ist eigentlich furchtbar. Ne? Aber ohne Geld geht nichts. Ohne Geld können wir keine Polizei bezahlen, keine Krankenwagen, keinen Arzt, keinen Zahnarzt. Nee, das machen die nicht alles freiwillig. Die machen das nicht alle wegen der Liebe. Oh, Herr Zahnarzt, danke schön, dass Sie mir den Zahn repariert haben. Komm, ich geb Ihnen mal ein Küsschen und ciao. Nein, die wollen Bares sehen, die wollen Euros sehen. Euros, Dollars, Franken, sonst funktioniert da nichts, ne? Ja, so ist halt das Leben. Was soll man da machen? Man kann nicht viel machen. Genau, das ist wie hier in Los Santos. Ohne Kohle nichts los. Ohne Kohle kein Flugzeug, ohne Kohle kein Tuning. In Los Santos, nein, ohne Kohle keine Waffen, keine Munition. Na gut, ich könnte jetzt ein paar Bullen abknallen und mir die Munition dann besorgen, aber... Nun ja, genau. Ihr dürft jetzt auf jeden Fall mitdiskutieren. Wie schon gesagt, du kannst mir schreiben, wie viel Taschengeld bekommst du oder wie viel Taschengeld hast du mal bekommen, als du klein warst. Das würde mich alles mal so interessieren. Genau. Moin Moin. Genauso interessieren würde es mich auch, ob du noch in der Ausbildung bist, was du gerade in der Ausbildung machst, oder ob du schon ausgelernt bist, oder ob du Hartz IV hast. Kannst du einfach mal in die Kommentare schreiben, würde mich einfach auch so interessieren. Einfach nur so aus Interesse halt. Genau. Ach ja, Mann. Endlich Urlaub. 2 Wochen. Ich werde auf jeden Fall hier ein bisschen chillen. Meine Schwester werde ich dann noch besuchen. In Stuttgart und so weiter. Mal schauen. Genau. Können wir vielleicht auch ein kleines Abonnententreffen machen in Stuttgart. Aber wirklich nur kurz.
weil ich ja nur einen Tag in Stuttgart bleibe. Ne? Das wird wahrscheinlich am 20. Januar sein, dass ich nach Stuttgart gehe und dann mich in der Nähe vom Fernsehturm aufhalten werde. Das heißt, der junge Zocker wird am 20. Januar zu 1000% am Stuttgarter Fernsehturm sein. Jetzt wisst ihr schon mal eine wichtige Information, um mich Real Life zu treffen. Aber mehr wird nicht verraten. Könnt ihr am Stuttgarter Fernsehturm warten? Ich werde auf jeden Fall bei chillen. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer YouTube-Gamescom auf der PlayStation 4. Ciao! PlayStation.